Podcast. Jo, was geht, meine lieben Pokes zum Poke Bros und herzlich willkommen zur. Entschuldigung, ich übertreibe wieder. Nein, zum Informationsvideo. Ja, ein bisschen Kadervorstellung. Ja, gut, komm, machen wir. Ja, Draftmon League. Nardex. Gen 9. Erste Season. Alle Anfang ist schwer. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt erstmal die Regeln durch. Und ja, dann stelle ich meinen Kader kurz vor. Ich gehe da aber nicht extrem drauf ein. Dementsprechend gehen wir einfach jetzt ins Regelwerk. So, ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Regelwerk, Draftmon League, Season 1. Also, ich muss sagen, an sich gefällt mir das schon ganz gut. Aber da muss noch, man muss wollen. Das macht schon, an sich macht das wohl Bock. So, kommen wir zum Draft. Während des Drafts stehen den Spielern 120 Punkte zur Verfügung. Der Kader darf dabei aus 9 bis 12 Pokémons bestehen und es wird Pools mit bis zu 10 Spielern geben. Also quasi, es gibt mehrere Ligen. Also ich bin jetzt, quasi Team Glumanda oder Liga Glumanda, nennen wir es so. Eigentlich ist es ja Bisasam, weil Bisasam ist Nationaldecks Nummer 0001. Spaß beiseite, Leute. Nee, auf jeden Fall 120 Punkte. Eigentlich mag ich tatsächlich so diese Drafts nach Punkten mag ich eigentlich nicht so unbedingt. Aber ich wollte es halt einfach mal ausprobieren. Ich hatte es einmal, aber das war noch zu X- und Y-Zeiten, glaube ich. Ja, lange her, Ewigkeiten her. Slow Draft, da brauche ich jetzt nicht drauf weiter eingehen. Timer ist auch egal. Was wichtig ist, kommt jetzt der Absatz. Jeder Spieler hat während der Season 3 Switches und einen Terra-Switch. Also über die gesamte Season, wir spielen immer, also jeder gegen jeden, ganz normal Liga-Modul. Und man darf 2 Terra-Captains haben. Bis halt, du darfst halt nicht den gleichen Terra, also Step-Terra-Typen sind verboten, steht da ja auch. Und das ist echt geil. Also du darfst, sag ich mal, es ist jetzt später 1 und du siehst, oh shit, ich habe scheiße gedraftet. Kannst du direkt schon vor dem zweiten Spieltag, während Spieltag 1 läuft, also der ist von Sonntags bis Sonntags, da kannst du auf jeden Fall einen Switch machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nach Punkten ist. Beispielsweise du haust, keine Ahnung, 1 für 10 und 1 für 2 raus und holst dir dafür einen 12er, das weiß ich nicht, ob es geht. Aber ich denke mal 1 zu 1, weil sonst wäre das ja, dann hast du ja irgendwann am Ende des Tages ja ein komplett anderes Team. Der dann folgende Items nicht erlaubt. King's Rock, Quicklaw weiß ich ja jetzt auch nicht warum, aber Cooldown, hin und wieder kannst, ich finde das ganz geil, weil das irgendwie ein bisschen hat was mit Glücksspiel zu tun, finde ich. Focus Band und die ganzen Gems, die Genauigkeit senken und sowas, die Items, ist verständlich, absolut in Ordnung. Auf jeden Fall weiß ich, wird unten noch kommen. Man darf alle Items doppelt
Also nur ein Item, glaube ich, doppelt. Kommen wir gleich zu. Ja, verbotene Attacken sind wie folgt. Hidden Power, Last Respects, Rage Fist, Revival, Blessing und She-Tail, also Schwanzabwurf. Oh, Deutsch, wie heißt denn noch? Hidden Power auf Deutsch. Und das ist immer HP. Ist ja auch ganz normal. ja, Last Respects ist, glaube ich, der Signature von diesen neuen, von Friedwurf. Rage Fist von... Genau, von Rasa auf die Weiterentwicklung. Und den Rest, ja. She-Tail, Schwanzabwurf ist... Ja, ist halt auch so eine Sache. Ja, kommen wir zu den ganzen Clauses. Oh, bin ja schon fast zu tief. Ja, Sleep Clause darf nur ein gegnerischer zurzeit eingeschläfert werden. Ich denke mal, das ist halt, also wenn du wirklich auf Hypnose oder Schlafpute drückst, dass der wirklich schläft. Und ich hoffe, die Fähigkeit, also da muss ich auch noch mal nachfragen. Ey, siehst du, jetzt kommen die ganzen Fragen. Ich habe mir das so oft durchgelesen, ne? Und jetzt fallen mir die ganzen Fragen auf. So, wie ist das denn jetzt, wenn Effekt Spore? Also mit der versteckten Fähigkeit von Sporen wird, so. Wie ist das damit? Weiß man nicht. Aber ich denke mal, das ist dann halt wirklich. Ja. Oko Clause ist klar, das ist ganz normal. Evasion Clause ebenfalls klar. Die Fähigkeiten, die Evasion, die Genauigkeit senken oder erhöhen. Alles in Ordnung. Endless Battle Clause. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt aufzählen muss, aber man muss halt machen. Also ist verständlich, ne? Dann Swagger Clause ebenfalls. Absolut in Ordnung. Dann gehen wir weiter. Spezies Clause. Eigentlich auch ganz gut, tatsächlich. Gerade im Narddex-Format ist das so ein bisschen lalala. Dann Button Pass ist klar, keine weitergeben, auch Sub nicht weitergeben. Dynamax Clause nicht erlaubt, Dynamax nicht erlaubt, die Z-Steine sind nicht erlaubt, die ganzen Trap-Dingen sind nicht erlaubt, ist ja auch in Ordnung. Mega Clause, wenn man ein Mega-Pokémon draftet, dass es den Megastein nur tragen darf, ist ja auch absolut in Ordnung, sonst hast du ja quasi zwei oder drei Mons für einen, wenn du jetzt Glurak nimmst zum Beispiel. Dann Item Clause, jedes Item darf einmal gespielt werden. Da sind wir bei Item Clause, es ist jedoch erlaubt, pro Match ein doppeltes Item zu spielen, welches kein Choice Gap ist. Sprich also, man darf kein Double Scarf spielen. Schade. Genau, wir haben mir das mal so überlegt. Im schönen Double Scarf. Easy. Ja, zur Liga ist, ja, wie schon erwähnt, was so Punkteverteilung ist klar. Dann, ja, auf jeden Fall Fairness und Spaß haben steht immer, es ist ganz, ganz normal. So, wer während des Kampfes, wir spielen ja auf Showdown, wer da aufgibt, verliert 6-0, egal ob, ne? Das ist scheißegal. So, kommen wir zu den Kampfregeln. Habe ich auch schon vorhin ein bisschen erwähnt. Oh, die Regelbrüche kriegen wir gar nicht drauf. Schade. Mal gleich kurz Pause machen.
Ja. Nardex Draft. Showdown. Replays müssen in den Channel hinzugefügt werden. Ist ja auch in Ordnung. Ja, Bescheid geben, falls man das zeitlich mit dem Gegner nicht schafft. Eben absprechen mit dem, mit der Admin-Abordnung. ja, unfaires Verhalten und sowas. Na, ganz klar, dass wir sind alle ordentliche Menschen. Dementsprechend sollten wir uns auch benehmen. Okay, das habe ich auch irgendwie ein bisschen überlesen mit dem Timer. Das mit dem Timer habe ich auch selber ein bisschen überlesen. Sollte bei den Spielern damit einverstanden sein, so darf der Timer aktiviert werden. Beim Disconnect muss der Timer sofort ausgemacht werden. Das habe ich zum Beispiel überlesen. Finde ich aber absolut fair, ganz ehrlich. Okay, ja, ja. Regelbrüche bei Fehlern oder Regellücken im Regelwerk, natürlich. Im Falle eines Regelbruchs wird das Spiel 0-6 gewertet, natürlich. Dafür sind Regeln da, um sie zu brechen. Nein, Hust. Haha. Spaß beiseite, Leute. Ja. Ja, begehen beide gleichzeitig den Regelbruch, wird es 6-6. Und ja, das, so. Kommen wir auf jeden Fall zum geilen Thema. Ich finde das halt so richtig geil, dass man eine mega geile Idee, dass man während der Spieltage wechseln darf. Du musst nicht auf diesen Zeitraum, auf den Redraft warten quasi. Finde ich eigentlich mega geil. Mega geil. Nur mit Punkten, da wäre das natürlich ein bisschen. Ja, es ist natürlich ein bisschen tricky. Aber ich würde das mal echt feiern, so in der normalen. Oder in der Tier-Draft-List. Also mit S, A, B, C, D. Habe ich was vergessen? Ja, jetzt kurz eben einmal über das Team drüber. Ich darf euch vorstellen. Nach Pick-Reihenfolge. Zuerst haben wir hier Volker Vogel. Unser Zapdos. Dann Karl Kröte, unser Mega-Bisa-Floor. Dann Stefan Stern, unser Jirachi. Dann Mia Muschel, unser Kapukime. Dann Willi Wurf, Sigarde 10%. Georg Geröll, Regirock auch dabei. Dann Berti Bär, Ursaring. Doris Dame, unser Frostetje, auch gerne gesehen. Dann Ludwig Löwe, unser Walking Wake. Mir fällt gerade der deutsche Name nicht ein. Fällt mir gleich bestimmt an. Dann unser Klavion. Der Kevin Key. Der Key Kevin. Alter. Dann Incineroar. Also Fuego. Martin Mietz. Auch mit am Start. Und zu guter Letzt Ferdi Flocke. Unser Cryogonal, der heißt Figometri. So. Ja, im Großen und Ganzen ist das mein Team, mein Kader. Ja, wie gesagt, ich wollte da jetzt nicht sehr viel drauf eingehen. Ich wollte es euch einfach nur mal zeigen, damit ihr wisst, woran ihr seid. Und. Ja, ich würde sagen, ihr könnt euch. Ich lasse noch ein bisschen wirken. Oh, ich habe ganz vergessen. Mein
Teamlogo zu zeigen, ne? Ja. Oder. Pokebros Wild Sets. Ja, ich wollte halt mal den Pokebro wieder machen. Leute, ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim ersten Spieltag. Und dann würde ich sagen, haut rein, bleibt gesund, lasst ein Like da, Kommentare sind auch natürlich gerne gesehen. Ja, ciao.